Um YouTube-Partner zu werden und seinen Kanal monetarisieren zu können, das heißt Werbung vor seinen Videos schalten zu können und damit Geld über YouTube zu verdienen, braucht man mittlerweile 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime. Und gerade wenn man ganz am Anfang steht, scheint das richtig viel zu sein und ist das erstmal wirklich nicht so einfach, dahin zu kommen. Deshalb wollen wir uns in diesem Video einmal angucken, wie du das schaffen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und zunächst einmal sei gesagt, dass es gar nicht nötig ist, auf YouTube zu monetarisieren, um mit YouTube Geld zu verdienen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die vielleicht auch der eine oder andere falsch versteht. Du kannst auch mit weniger Abonnenten und auch wenn du keine Werbung auf YouTube schaltest, Geld mit YouTube verdienen und teilweise sogar deutlich mehr, als du mit YouTube verdienen würdest. Wenn du dich dafür interessierst, guck dir doch mal dieses Video an. Da habe ich ein paar Möglichkeiten vorgestellt, wie man auch ohne Werbung auf YouTube schalten zu können, mit YouTube Geld verdienen kann. In diesem Video wollen wir uns aber mal jetzt die wichtigsten und systematischen Schritte angucken, die du gehen musst, um zu diesen 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime zu kommen. Und dabei ist eine Sache ganz wichtig im Hinterkopf zu halten: YouTube-Wachstum ist immer exponentiell oder ist in den meisten Fällen exponentiell. Das heißt, dass es relativ langsam am Anfang geht und dann irgendwann deutlich schneller steigt. Und wenn es einmal steigt, dann ist es super schwierig, das aufzuhalten. Es steigt immer schneller. Das heißt aber auch, dass man am Anfang so eine Durststrecke hat. Bei mir selber hat es Monate gedauert, bis der Kanal erstmal so über die 100 und dann irgendwann über die 1000 Abonnenten drüber ist. Und jetzt wächst der Kanal seit Jahren mit 100 Abonnenten am Tag. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber das kommt dadurch, dass am Anfang meistens schleppen geht und dann irgendwann wirklich durch die Decke schießt. Das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Das heißt, selbst wenn dein Wachstum aktuell langsam ist, hör nicht sofort einfach auf, weil du das Gefühl hast, hey, da so bräuchte ich jetzt, wenn ich das Wachstum so weitergeht, noch Jahre, bis ich zu diesen 1000 Abonnenten komme. Häufig ist das nicht der Fall. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, ohne die wirst du zu diesen 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime nicht kommen können. Und da wollen wir uns mal die fünf wichtigsten Punkte heute angucken. Und Punkt 1 habe ich quasi gerade schon gesagt und das ist auch genau der Punkt. Du solltest nicht aufhören, ist natürlich ganz logisch, aber auch kontinuierlich hochladen. Denn diese Kontinuität ist auf YouTube extrem wichtig. Und ich kriege immer wieder Fragen von Leuten, warum habe ich nicht so viele Abonnenten? Dann gucke ich auf den Kanal und dann sehe ich, dass da 10 Videos liegen oder so. Und dann denkt man sich so, yo, wenn du nur 10 Videos hochlädst, dann kriegst du halt auch nicht so viele Abonnenten. Dann kannst du nicht damit rechnen, dass du nach so ein paar Videos, die du hochgeladen hast, direkt schon einen riesig großen Kanal hast. Ich meine, wenn du dir die ganz großen YouTuber anguckst, die haben fast alle schon seit Jahren Videos hochgeladen, haben tausende Videos hochgeladen und konnten nur dadurch so groß werden. Du musst eine Kontinuität haben. Nimm dir auf jeden Fall vor, am Anfang mindestens einmal in der Woche ein Video zu veröffentlichen. Je nach Nische, in der du bist, ist es sogar gängig, ein Video am Tag zu veröffentlichen. Aber damit du dich nicht völlig übernimmst, denn am wichtigsten ist eben diese Kontinuität, dass du das dann auch in diesem gleichen Abstand regelmäßig machst und das nicht dann plötzlich abbricht und du monatelang wieder nichts machst, nimm dir erstmal mindestens ein Video pro Woche vor und halte das dann auch mal durch. Halte das ruhig mal durch für 6 Monate, für ein Jahr oder so und mach das dann auch wirklich jeden Monat, denn nur so wirst du das Wachstum sehen. Es ist meistens so, dass man eine Durststrecke von ein paar Monaten hat, wo kaum was passiert und dann geht der Kanal erst wirklich durch die Decke. Falls du dich fragst, wie du das denn schaffen kannst, so viele Videos zu produzieren, falls dir dieses eine Video pro Woche sehr viel vorkommt, habe ich dir im Video von letzter Woche ein paar Tricks gezeigt, wie du es schaffen kannst, schneller Videos zu produzieren. Falls dich das interessiert, klick mal hier auf das Video. Da habe ich dir so ein bisschen gezeigt, was wir über die Zeit gelernt haben, wie du effizienter die YouTube-Videos produzieren kannst, sodass du auch mehr Videos auf einmal in kürzerer Zeit produzieren kannst. Punkt Nummer 2, den du auf jeden Fall beachten solltest, ist die Relevanz deines Contents. Was genau meine ich damit? Nun ja, du kannst natürlich jede Woche ein Video hochladen, aber wenn dieses Video Quatsch ist und sich kein Mensch dieses Video freiwillig angucken würde, dann wird sich auch keiner dieses Video angucken. Oder wenn du ein Video hochlädst, aber das gar nicht so genau beschrieben ist, worum es da geht und du eigentlich gar nicht so richtig zeigst, was für ein Video das ist, auch dann wird das keiner finden können. Also es ist ganz wichtig, dass du dir klar bist, welchen Mehrwert bietet eigentlich dein Video und das dann auch in Titel reinschreibst, in Thumbnails reinschreibst, in die Beschreibung reinschreibst und überall dort kommuniziert, sodass YouTube, der Algorithmus, versteht, warum sollte sich jemand dein Video angucken, zu welchem Thema ist das ein Video, wer ist die Zielgruppe und dass der das alles versteht durch die richtige Keyword-Optimierung und dann aber auch die Zuschauer das verstehen, ah, das ist ein Video, das ist für mich spannend aus dem und dem Grund, das ist relevant und das sollte ich mir auch angucken. Das heißt, wähle dir ganz klar irgendwo ein Thema, wo du das Gefühl hast, hey, das wird sich wirklich jemand angucken, das bringt jemanden, sich was anzugucken. Eigentlich gibt es hauptsächlich
drei Arten von Mehrwert. Der erste Mehrwert ist irgendwie Wissen, irgendwas beizubringen, so wie hier auf dem Kanal, wo ich dir erkläre, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut. Zweite Art von Mehrwert ist Unterhaltung. Dritte Art von Mehrwert ist Emotionen. Wenn du irgendeine Art von Mehrwert nicht in deinen Videos hast, so gar keinen Mehrwert drin hast, dann bringt das natürlich auch nicht, sich die Videos anzugucken. Überleg dir wirklich, bringt das jemandem sich was, meine Videos anzugucken? Bringen die demjenigen irgendeinen Mehrwert? Und wirklich einen klaren Mehrwert, sodass sich Leute die auch angucken werden. Weil sonst kannst du ganz viele Videos hochladen und es wird sich keiner angucken, wenn die Videos demjenigen, der sich die angucken soll, nichts bringen. Wie du das so ein bisschen rausfinden kannst, was denn gesucht wird zum Beispiel, was denn spannende Themen sind, da kannst du die YouTube-Suchvorschläge ganz gut benutzen. Das ist ein relativ einfacher Trick, mit dem du das ganz gut hinbekommst. Dazu habe ich hier auch mal vor langer Zeit schon mal ein Video gemacht. Das ist einer der einfachsten Möglichkeiten, wie du rausfinden kannst, was denn in deinem Bereich gesucht wird. Und damit hast du schon mal relevante Themen und die dann auch wirklich dieses Keyword, wie man das dann nennt, das, was du rausfindest, dann auch wirklich, wenn du das überall einbaust, dann hast du schon mal einen guten Grundstein gelegt. Und wenn du das für all deine Videos machst, da oder zumindest am Anfang für die ganzen Videos machst, dann hast du auch viel relevantere Inhalte und Inhalte, die sich deutlich eher angeguckt werden von den Zuschauern. Punkt Nummer 3 ist herausstechen. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, generell für ganz, ganz viele Kanäle ein Problem ist, die sehr, sehr klein sind. Wenn du ein Thema hast, was schon mal grundsätzlich relevant ist, ist das schon mal eine gute Sache. Aber wenn du dann genau den gleichen Kanal machst, den es schon 10.000 oder 100.000 Mal auf YouTube gibt, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Die ganzen großen YouTuber einfach nur zu kopieren quasi, weil das ja zu funktionieren scheint, das machen alle, die irgendwie wachsen wollen. Damit kannst du nicht herausstechen. Außerdem gibt es diese großen YouTuber ja schon und dann wird man sich deutlich eher diesen großen YouTuber angucken als dich. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, herauszustechen, anders zu sein, vielleicht ein Thema zu machen, was es so noch nicht auf YouTube gibt. Als ich mit meinem Kanal gestartet habe, gab es kaum große YouTube-Kanäle auf Deutsch, die eben YouTube erklärt haben. Das macht es natürlich deutlich einfacher, damit zu wachsen. Oder du machst ein Thema ein bisschen anders oder kombinierst irgendwie Themen oder ja, gehst die Sachen eben spezieller an. Wählst dir eine speziellere Zielgruppe, eine speziellere Zuschauerschaft in deinem Thema und so weiter. Also überleg dir wirklich, wie kannst du vielleicht auch mit deinem Kanal was anderes machen, was vielleicht jetzt nicht so eine große, breite Masse anspricht, aber Leute anspricht, die eben noch keinen großen Kanal haben, dem sie eh schon folgen, sodass du eher noch die Chance einfach damit hast, durch deinen Kanal nach vorne zu kommen und herauszustechen. Punkt Nummer 4, und ich glaube, das ist technisch so ziemlich das, was immer am meisten missachtet wird, sind Titel und Thumbnails. Denn ganz viele konzentrieren sich auf die Videos und ich kriege immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, hey, meine Videos sind doch gut, dann gucke ich auf den Kanal und ja, die Videos mögen vielleicht auch gut sein, aber man hat sich null Mühe für Titel und Thumbnails gegeben. Das ist wirklich bei ganz vielen so. Und wenn du einen schlechten Titel formulierst, einen Titel, wo man nicht versteht, worum es geht, oder einen Titel, der einfach langweilig ist und ein Thumbnail, was uninteressant ist oder im schlimmsten Fall noch eins von diesen drei Standard-Thumbnails, die YouTube dir vorschlägt, ausgewählt hast, dann werden kaum Leute auf deinen Kanal, auf deine Videos klicken, weil das ist das Einzige, was die Leute sehen, bevor sie auf dein Video klicken. Das Thumbnail und der Titel müssen die Leute davon überzeugen, dass du ein gutes Video hast, dass das Video interessant und spannend ist, dass sie jetzt auf dieses Video klicken müssen. Und wenn das nur so, es klingt ganz interessant, aber ist jetzt nicht so spannend oder so, oder das ist völlig uninteressant oder sieht sogar total unprofessionell und einfach kacke aus, dann wird da keiner draufklicken. Ist einfach so. Das heißt, ich würde dir wirklich ans Herz legen, investiere mehr Zeit in deine Titel und Thumbnails und stell sicher, dass die wirklich gut sind, weil gerade am Anfang, wo YouTube testet, hey, klicken die Leute da drauf und das dann merkt, nee, die klicken nicht drauf und das liegt daran, dass deine Titel und Thumbnails schlecht sind, dann wird YouTube dein Video auch nicht weiterempfehlen und dann hast du gar keine Chance, mit deinem Video irgendwie durchzukommen. Wenn dich das mehr interessiert, ich habe ein kostenloses Webinar, das kannst du dir einfach so angucken. Da erzähle ich dir auch so die größten Probleme, die Leute typisch haben, wenn sie eben keine Abonnenten bekommen, keine Zuschauer bekommen. Und das geht eine komplette Stunde lang und da gehe ich wirklich im Detail zum Beispiel nochmal auf Titel und Thumbnails ein. Dann klick doch hier oben mal drauf, da kannst du dich anmelden. Das ist das Ganze, was ich hier erkläre, nochmal im Detail, gerade für Titel und Thumbnails zum Beispiel auch. Das solltest du dir auf jeden Fall angucken, wenn du da die Probleme hast. Das kann ich dir nur ins Herz legen. Und Punkt Nummer 5 ist auch grundsätzlich, glaube ich, im Leben ganz wichtig, aber auch gerade bei dem YouTube-Kanal, und ich sehe das immer wieder, dass Leute eben das nicht machen, sich stetig versuchen zu verbessern, ausprobieren, was funktioniert nicht so gut, was kann man noch besser machen, in jedem Video den Anspruch zu haben, eine Kleinigkeit besser zu machen, vielleicht machst du mal einmal die Belichtung von deinem Video nur besser, du lernst ein bisschen Schnitt besser zu machen oder du konzentrierst dich mal noch stärker irgendwie auf die Keyword-Optimierung und so weiter und hast dann immer einen Ticken, wo du dich immer wieder ein bisschen verbesserst, sodass du guckst, was
funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, wo kann ich mich noch verbessern? Weil ich sehe das bei vielen Leuten, die, wenn es nicht funktioniert, aufgeben, das war der erste Fehler, oder aber auch Leute, die es lange durchhalten, aber einfach immer wieder das Gleiche machen, das ist alles nicht gut. Versuch dich wirklich konstant zu verbessern. Versuch immer nur eine Kleinigkeit. Wenn du nur eine Kleinigkeit in jedem Video verbesserst, dann verbesserst du dich Stück für Stück und irgendwann sind deine Videos auch auf dem Level, wo mehr Leute deine Videos gucken werden, wo du mehr Abonnenten, mehr Zuschauer gewinnen kannst und so weiter. Die ganzen großen YouTuber haben auch häufig sehr lange, sehr schlechte Videos hochgeladen und wenn du in die ganz alten Videos von denen gehst, dann wirst du auch sehen, da war ziemlich viel Mist dabei. Auch die mussten das erstmal lernen und die hatten halt einfach teilweise schon viel, viel länger Zeit, um das zu lernen. Das heißt, fang an, verbessere deine Videos, zieh das regelmäßig durch und dann kannst du das auch auf jeden Fall schaffen. Und wie eben erwähnt, es gibt dieses Webinar von mir, wo ich nochmal im Detail die ganzen einzelnen Sachen angehe und die größten Hürden und die größten Fehler, die meisten kleinen YouTuber machen, die einfach nicht wachsen wollen. Guck dir das gerne hier an, das kann ich dir nur ans Herz legen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen könnte und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.